Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Risen. Setzt du deine Hand dahin, Ash? Willst du Pokébälle werfen? Wow, diese Sprüche werden nie alt. Doch, wahrscheinlich sehr bald. Hier geht's hoch. Da oben waren wir schon. Hier gibt's auf dem Weg dahin auch nichts mehr auf der Treppe, wie es scheint. Dann gucken wir uns doch mal lieber weiter um. Hier sind überall diese Altare. Oder zumindest habe ich schon ein paar gesehen, glaube ich. Wie viele es wirklich sind, weiß ich nicht. EP abstauben. Ich hoffe, man kriegt EP, wenn man... wenn man mit drauf haut. Also ich habe zumindest ein bisschen was an den EP abbekommen. Ich hasse diese Drecksviecher. Oh, ihr seid alle so bösartig. Du bist doch voll lieb. Seid mal nicht so. Die geben mir voll viel Zeug. Ich plündere die jetzt erstmal. Das goldene Tor. Es muss einen Weg hineingeben. Such das Grab von diesem Ursegor. Vielleicht findest du dort einen Schlüssel. Okay. Hallo, Kommandant. Da drüben das Tor, meint er. Wir gucken mal hier, ob es hier irgendwo hingeht. Sieht ja eigentlich schon danach aus. Hier ist nix. Hier auch nicht. Okay, ich habe das Gefühl, da vorne ist ein Ursegur, der vielleicht doch gar nicht mal so tot ist. Also schon tot, aber... Das ist eine schlechte Idee. Der mehr tun kann als normale Tote. Ein Mensch. Letztendlich ist ein Mensch gekommen, nach so vielen Jahren. Hallo, Geist. Du bist also... Ich bin Ursegor, der Titanenlord. Ich möchte mal kurz anmerken, das hier kenne ich schon alles nicht mehr. Das ist schon blind. Das hatte ich jetzt... Ich wollte das eigentlich genau dann sagen, zu dem Zeitpunkt, wo ich... Weiter, wo ich die Stelle überwunden hatte, an der ich bei meinem privaten Spiel das erste Mal gescheitert war oder aufgehört hatte. Aber irgendwie habe ich sie nicht wiedererkannt. Tut mir leid, aber das ist jetzt auf jeden Fall neu. Da kann ich mich kein bisschen dran erinnern. Du bist ein Titanenlord? Was bedeutet das? Einst herrschten die Titanen über die Welt. Doch es war mir gegeben, das zu ändern. Mit mächtigen Artefakten zwang ich die Titanen in die Knie und eroberte die Welt für die Menschen. Aber du bist nicht hier, um alte Geschichten zu hören. Ich suche einen Weg, die Titanen zu bekämpfen. Das habe ich auch getan. Und ich war der Beste. Doch die Siegel der Götter, die sie einst gefangen hielten, sind gebrochen. Jetzt tobt der Kampf der Titanen wieder. Und ihr Menschen steht kurz vor dem Untergang. Sag mir, Mensch, was willst du von mir? Ich glaube, er ist eher so ein Kämpfer. Ich glaube, das hier wird ihn mehr anfixen. Ich brauche eine Waffe. Die beste Waffe gegen einen Titan ist ein Titan. Vor über 1000 Jahren habe ich sie gejagt und eingekerkert. Du suchst eine Waffe? Ich habe eine Waffe für dich. Einen Titan des Feuers. Wo ist der Titan des Feuers? Eingesperrt in einer Falle. Hinter dem goldenen Tor ist sein Gefängnis. Dort sitzt er in der Tiefe für alle Ewigkeit. Oder bis er befreit wird. Wie funktioniert diese Falle? Das Geheimnis liegt in den antimagischen Kristallen. Sie schwächen den Titan, damit er seine Kräfte nicht einsetzen kann. Ich habe ihn in die Tiefe gezwungen und sein Verlies mit einem Siegel der Antimagie verschlossen. Wie kann ich den Titan befreien? Alles, was ich dir anzubieten habe, ist ein Handel. Was? Du willst mit mir handeln? Obwohl mein Geist unsterblich ist, bin ich für alle Zeit an diesen Ort gebunden. Doch mich dürstet nach Freiheit. Erlöse mich von meinem Fluch. Befreie mich von meinen Ketten. Dann helfe ich dir, das Tor zu öffnen, das dich zum Titan führt.
Erzähl mir von deinem Fluch. Damals sprach der dunkle Gott zu mir. Er machte mir ein Angebot. Die Titanen des Feuers sollte ich für ihn einsperren. Dafür versprach er mir, dass ich die Zeit überdauern würde. Und ich ging auf sein Angebot ein, jagte und fing die Titanen. Den letzten von ihnen sperrte ich hier, in diesem Verlies ein. Doch kaum, dass ich das Tor geschlossen hatte, versank der Tempel in der Tiefe. Ich war selbst Gefangener in meinem Verlies und bin es bis heute. Das ist beides irgendwie gut. Das obere ist aber zu offensichtlich. Da warst du bestimmt mächtig sauer. Blind vor Wut und Zorn habe ich Jahrhunderte damit verbracht, die Götter zu verfluchen. Die Götter haben die Welt verlassen. Das spielt keine Rolle mehr. Mein Geist ist an diesen Ort gebunden. Warum ist dein Geist gebunden? Ich kann mich nicht weit von meinem Körper entfernen. Ich werde niemals frei sein. Es sei denn... Es sei denn was? Die Verbindung von Geist und Körper kann auch der Tod nicht trennen. Nur dort, wo mein Körper ist, kann ich sein. Ich werde dich aber, also ich hatte jetzt gerade den Gedanken im Kopf, seinen Körper hier über die Insel zu tragen, damit er sich mal alles angucken kann. Aber ich vermute wirklich, dass er einen neuen Körper will. Moment mal, du suchst doch nicht etwa einen neuen Körper? Nein, jedenfalls vorerst nicht. Es gibt einen Zauber, der es vermag, die Verbindung von Geist und Körper zu trennen. Doch ist kein Mensch mächtig genug, diesen Zauber zu wirken. Was ist notwendig, um den Zauber zu wirken? Der dunkle Gott stellte mir 3 Diener an die Seite. Sul Utur, der Priester, Selseretz, das Tier, und Salsaran, der Wächter. Jeder von ihnen trägt einen Seelensplitter. Ein Splitter, der sie mit Kraft speist. Die Macht dieser Splitter wird ausreichen, um meinen Geist endgültig zu befreien. Ich soll dir also die Splitter holen? Du musst sie an dich nehmen, dann kannst du den Zauber wirken. Und was ist mit der Formel? Für diesen Zauber brauchst du keine Formel. Wenn dein Wille stark genug ist, wird ein Wort von dir ausreichen, um meinen Geist zu befreien. Okay, interessant. Wir helfen dem Titanenlord oder dem, was davon übrig noch geblieben ist, um selber einen Titan zu bekommen, mit dem wir die Titanen bekämpfen können. What could possibly go wrong? I do know. Wo finde ich deine Diener? Sie sind hier in den Kammern der Krypta. Diese Kammern sind vergittert. Du wirst den Schlüssel brauchen. Den ich wo finden kann? Ich lasse ihn hier zu meinen Füßen erscheinen. Und vergiss nicht, den Dienern ihre Schädel abzunehmen. Du wirst sie brauchen, wenn du das Tor öffnen willst. Und wenn ich dich befreit habe, hilfst du mir? Ich werde dir das überlassen, was du brauchst, um das goldene Tor zu öffnen. Doch zuerst wirst du tun, was ich von dir verlange. Also eigentlich bist du ja viel mehr auf dich, mich angewiesen, als ich auf dich. Ich meine, das ist eine schlechte Idee. Du kannst hier ja nicht weit weg und ich kann einfach wieder gehen und dann suche ich mir einen anderen Weg, um da reinzukommen. Aber gut. Diplomatie. Sagen wir dem Inquisitor jetzt mal Bescheid, was Sache ist? Ich glaube schon. Kann ja nicht schaden. Ich habe Ursigor gefunden. Der Herr der Titanen? Er lebt doch nicht etwa. Sein Körper ist längst tot, doch sein Geist ist immer noch hier. Was hat Ursigor gesagt? Er hat einen Titan des Feuers eingesperrt, hinter dem goldenen Tor. Hat er auch gesagt, wie wir ihn uns zunutze machen können? Nein, jedenfalls noch nicht. Ursigor will befreit werden. Erst dann wird er uns helfen, das goldene Tor zu öffnen. Gut, du wirst dich darum kümmern. Ich werde mal sehen, ob er auch mit mir spricht. Okay. Unterhaltet euch mal beiden, ihr... unterhaltet euch mal, ihr kleinen Turteltäubchen, das wollte ich sagen. Ich sehe gerade, ich habe hier irgendwo noch einen Goldbeutel. Kann ich mal aufmachen. 50 Goldmünzen für mich. Sehr gut.
Ich vermute mal, die kommen mir jetzt nicht alle helfen oder so. Ich muss gegen riesige Biester kämpfen und mir wird nicht geholfen. Na toll. Scheint mir einfach eine Aschebestie zu sein mit etwas anderem Aussehen. Nicht unbedingt das Spannendste, was ich mir vorstellen könnte, als Wächter vom krassen Titanenlord oder als Diener. Ich weiß es gar nicht so genau. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum sie ihm zur Seite gestellt wurden. Vielleicht als Hilfe, um die Titanen zu fangen und, ja. Das war gar nicht so schwer. Schädel vom untoten Biesen. Da erhalten wir einen Seelensplitter. Hast du hier auch Schätze oder so, die man sich nehmen kann? Natürlich nicht. Warum frage ich auch? Mann. Der war jetzt aber nicht besonders schwer. Kann ich den wieder mitnehmen? Ja. Dann kann ich so zu anderen Orten kommen. Regionalkarte bitte. Ich weiß aber, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr so genau, wo der nächste war. Oder wo noch so ein Raum ist. Guck mal, ob ich hier was finde. Hallo. Hier ist alles klar. Schön. Für dich. Irgendwie, denke ich mal. Inquisitor? Das ist nicht nötig. Ach, ich kann den Inquisitor nicht einsperren. Die haben gut mitgedacht, die Entwickler. Ist hier nicht irgendeine Scheiße passiert? Hups, ich hüpfe über deine Körperteile. Orsegor ist unsere einzige Chance. Also tu, was notwendig ist, damit er uns hilft. Im Übrigen, dein Auge ist da in groß abgebildet. Das kommt mir ein bisschen suspekt vor. Nichts zu tun? Ach, Orsegor, ich kann hier warten, ja? Ich bin nein, Moment, das warst du. Verdammt! Na, gucken wir jetzt weiter. Den Ort hier habe ich noch nicht so gut im Gedächtnis von der geografischen Seite. Okay, hier muss man 4 Köpfe hintun. 2 haben wir jetzt schon. Fehlen noch 2, sagt mein sehr krass rechnerisches Hirn. Dann geh mal. Verfluchte Echsenbrut, wir werden jeden einzelnen von ihnen töten. Das hättest du auch so sagen können, ohne dieses Cutscene-artige. Wir folgen. Ja, das kennen wir schon. Speichern. Ich guck mich einfach mal hier um. Ach, hier ist schon das zweite. Stimmt, hier hätte ich noch gar nicht reingeguckt. Kann ich da auch den drauflegen? Nö. Da geht nur die Echsenkopfbüste. Wie stehen diese Sockel auf Gold, habe ich das Gefühl. Der war ja mal mega einfach. Habe ich jetzt sogar ohne irgendeinmal laden zu müssen geschafft, weil ich so gut bin. Ich bin voll der Pro. Geht nicht auf. Haben wir eigentlich irgendeine gute Waffe gefunden? Nö. Die haben alle nur dasselbe. Nicht mal die Hauptmänner oder sonst was. Wow. Aber schön, dass die alle so in der Nähe sind. Ich vermute, der andere ist dann auch hier irgendwo. Kriegt man die Schädel ja recht schnell zusammen. Kann sich des Titanens, Besitz ergreifen. Wow! Ich dachte, die haben ja alles sauber gemacht. Die anderen Viecher machen wir auch noch platt. Ja. Du hättest vielleicht hier erstmal die Räume anfangen können zu säubern. Arschloch.
Geht's hier weiter? Ach, hier kam ich raus, nicht? Damals. Ja, ich erinnere mich. Ja, wo geht's jetzt nur weiter? Ach, hier. Genau, da war der nächste Altar. An den erinnere ich mich auch noch. So. Jetzt würde ich aber sagen, den... Oh, okay, ich wollte gerade sagen, den dritten machen wir im nächsten Part. Aber da kam er schon auf mich zugelaufen. Ich helfe dir. Okay, das ging so schnell, das konnten wir sogar noch in diesem Part machen. Was hatte der gerade? Titanenschwert, wir brauchen Stärke 75, Klingenschaden 80, Bastardschwert. Da fehlt uns ganz, ganz wenig noch. 4 Stück. Hier kann ich mich jetzt gerade schlecht wegteleportieren, sonst würde ich in eine Stadt gehen und das sofort skillen lassen. Ich würde sagen, im nächsten Part gucken wir uns mal an, was wir jetzt mit diesen Schädeln aufmachen können. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier zuzusehen. Macht's gut, euer Vogel. Tschüss.